10 Arten von Openings. Willkommen! Ja, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein Opening und zwar Chaos Impact. Ja, und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und gehen direkt rein. Ich hoffe ja, dass wir die neue Serienstufe ziehen, denn sie ist auch hier drin. Doch zu Beginn zaubern wir wieder ein bisschen und zwar, wir öffnen es in 3, 2, 1. Magie! Ja, ich weiß, Leute, ich weiß. So, kommen wir hier zum ersten Pack. Wir können gleich hier das zweite dazulegen. Und das dritte und das vierte und das fünfte und das... Ja, ihr wisst Bescheid. Los geht's. Und... Secret Rare... ist... Nicht da. Na gut. Aber wir haben noch mehr. Hier ist die Secret drin. Ihr spürt. Leute, ich spür's. Ich spür's. Und die Secret Rare ist... John Cena! Ja, hallo Leute, willkommen zu meinem ersten Opening. Ich habe das jetzt mal versucht aufzumachen. Ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich hatte auch gerade das Finger auf dem Mikrofon, aber es ist nicht unbedingt so schlimm. Wichtig ist ja, dass man die Karten gut sehen kann. Ja, und ja. Okay, also wir haben noch zwei URs in dem Deck, einmal Überlastungsfusion und einmal den dunklen magischen Kreis. Ich brauche Circle, wie gesagt, deswegen würde ich sagen, let's go. Konami, habt ihr vielleicht mal... Oh, yo! Yes! Leute, im Opening! Dunkler magischer Kreis und ich glaube, der ist sogar glossy. Das heißt, ihr seht diesen kleinen Foil-Effekt über der Karte. Und das ist ziemlich geil. Feels good, man. Wir machen auf und ja, also natürlich wer besser zieht, ne? Also im Wert. Ja, natürlich, wer besser zieht, so. Im Wert. Okay, also, wer kennt's? Ich nehm links. Wieso nimmst du links? Es muss sein. Ich gewinn mit links immer. Na gut, ich gewinn oben mit rechts. Los geht's. Und... Ich hab ne Secret! Ich hab ne Secret! Ja, sieht gut aus für mich. Da musst du jetzt aber gut, aufholen, würde ich sagen, ne? Ja, weißt du, das ist der starke Start von dir. Und ja. Ich mach dich aber im Long Run, mach dich fertig. Ja, wir haben heute was Besonderes und zwar ein Case-Opening. Wir haben hier Gäste und zwar einmal mein Bruder. Moin. Und einmal Matze von Matze. Ja, moin. So, und ich würde sagen, wir fangen an. Das wäre schon ziemlich geil. Gleich eine Ultra-Rare. Ja, leg mal gleich hier in die Mitte. Was? Versuchspanther. Wo hast du das Versuchspanther gezogen? Ja. Nein, Gladi, ne? Da reden wir von Gladis und ich habe... Oh, Schlägerdrache! Richtig gute Ultra. Sehr nice. Ja, ihr seht's, ich hab's ranbekommen. Uralte Booster. Einfach zu geil. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und gucken. Boah, ey Leute, seht ihr das? Wie leicht das aufgeht. Es ist halt so geil, so alte Booster. Und hier ist nicht immer garantiert irgendwie was Krasses drin von der Seltenheitsstufe her so. Wollen wir gucken? Oh, Alter. Und Nostalgie noch dazu, ne? Es ist... Oh, eine Super Rare! Wie, Alter, das ist halt nicht selbstverständlich, Alter. Wie geil ist das denn? Oh, mega, mega schön, ey. Geil. Ja, gleich eine Super Rare. Ich würde sagen, hat sich schon gelohnt. Ja, die sind ja auch, glaube ich, in der Reihenfolge rausgekommen. Es ist so geil. Die gehen so leicht und, warte, die riechen. Oh, geil. Einfach geil. Und, komplett. Rare. Und, ja, ich sag ja, ist nicht immer gleich hier drin. Hier nur eine Rare, aber mega, mega geil. Ich habe das neue Booster-Set Chaos Impact hier mit dabei. Das machen wir heute auf. Ich bin schon richtig gespannt, denn die Nostalgie-Keule hat mich mal wieder erwischt. Denn hier drin sind die Gladiatoren-Ungeheuer. Oh, hier gleich die allererste Karte. Ist eine Gladi-Karte.
Retourkutsche des Gladiator-Ungeheuers. Ne? Grüße gehen raus an Olli. Wunderschöne Karten dabei. Kessel des alten Mannes. Oh, Kessel des alten Mannes, das erinnert mich so ein bisschen daran, wie wir damals in großen Zeltlager unterwegs waren. Und dann haben wir alle so richtig schöne, so Janka gemacht. In so einem riesigen Kessel. Oh, das war noch eine Zeit. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir fangen erstmal an mit Soul Fusion. Vielleicht so ein Koloss oder so. Das wäre ja schon ziemlich nice. Mal gucken. Wir haben hier Jack. Natürlich auch noch sehr cool. Okay, Orkus. Kann man machen auf jeden Fall. Ja, super rare. Ist okay, ist okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an hier. Oh, hier Retro. Oh, Leute. Das ist immer das Coole. Man hat hier so viele verschiedene Packs und man kann hier einfach, ja, echt so viele verschiedene Karten ziehen. Und wenn man Glück hat, sogar mehr als bei normalen Secret. Eine Rare? Nur eine Rare? Wie gesagt, hier ist nicht immer eine Super Ultra oder so drin. Dann würde ich sagen, ja, Leute, Necros. Necros-Fans feiern dieses Set. Zu Recht, würde ich sagen, denn hier gibt es echt geile Karten drin. Ja, und dann gehen wir mal direkt über zum nächsten Booster. Schön nah ans Mikro ran, damit es auch knistert. Zack. Marizessin Kaskade, Unterdrückungsbeschleuniger, Evoltil, Mechacirella, Gesundheit, Brennegier, Großsalamander, Erhabenheit, Erhabenheit, Firewall Drache, dunkle Flüssigkeit, das ist das Package Monster, ne? Nice. Dino Wrestler, Martial Ampello, das Weltvermächtnis, Action Magie, Kehrtwende.